Ausgelassener Jubel auf den Tribünen und auf dem Rasen. Rekordkulisse von 23.000 Zuschauern hat der FC Hansa Rostock am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Magdeburg zu Hause mit 1:0 in die Knie zwingen können. Rostocks erster Sieg gegen den ersten FCM seit 27 Jahren. Nach dem nun 14. Saisonsieg ist der FC Hansa als Fünfter weiter dick im Aufstiegsrennen. Bombastisch. Ganz ehrlich, 23.000 Plätze waren vergeben. Super Atmosphäre, schönes Spiel, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, gutes Spiel, 1A, ne? Ja, geilste Fans natürlich, ne? Dank Blaswig haben wir dann doch noch das 1-0 gehalten. Das war heute das Wichtige, dass wir in der ersten Halbzeit ein Tor gemacht haben. Zweite Halbzeit hatten wir die beste Chance, muss ich ehrlich sagen. Wenn der CF die Murmel da noch reinkugelt, dann gewinnen wir hier auch 2-0. Aber im Endeffekt hat uns Blaswig den Sieg gerettet und darauf ein kräftiges Au! Ah, super, ne? Gegen Magdeburg ist klar, ne? Wir sind jetzt schön dicht dran oben. War super Stimmung, volle Hütte, einmal frei. Rostock hat jetzt wieder mal das gezeigt, dass wir wirklich was können. Der gute Mann hat aus der Mannschaft wirklich was gemacht, Herr Schäfer. Also da muss man wirklich sagen, also Hut ab vor dem, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat. Schalo, 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 lalo, lalo. Also das Spiel war sehr interessant, stimmungsgeladen, sehr viel Zuschauer, hat uns riesen Spaß gemacht. Wir sind ja öfter hier und wir hoffen, dass Hansa jetzt sich ein bisschen stabilisiert, dass es mit dem Aufstieg klappt oder zumindest mit der Relegation. Ja, Platz 3 Relegation wäre ganz gut, ne? Aber nicht nur bei den Fans sorgte das Spiel und vor allem der Sieg gegen Magdeburg für euphorische Stimmung. Auch beim Siegtorschützen Brian Henning, der mit seinem Tor in der 28. Minute nun auch zum ersten Mal im eigenen Wohnzimmer für den FC Hansa getroffen hat. Ja, war ein super Gefühl vor 23.000 Zuschauern, das Tor zu schießen vor der Familie. Und ist nochmal ein Stück geiler, als auswärts ein Tor zu schießen. Euphorisch ging es dann am Dienstag auch in die neue Trainingswoche. Nach einer Laufeinheit im Schnee ging es am Nachmittag auf dem Trainingsplatz an der Kopernikusstraße zur Sache und in die Vorbereitung auf das Flutlichtspiel am Freitagabend gegen das Team von Werder Bremen 2, das seit nun schon fast 7 Monaten ohne Sieg dasteht. Hey, ich glaube schon, dass es trotzdem schwer wird. Und irgendwann müssen die ja auch mal wieder gewinnen. Die wollen ja auch gewinnen, die Jungs sind jung. Und sind spielerisch stark und sind natürlich auch immer motiviert. Und vielleicht sind die auch nochmal motivierter, weil wir jetzt oben dran sind. Und um uns zu ärgern oder halt die Mannschaften oben zu ärgern und nochmal zu zeigen, was die können und so. Wie schon in der vergangenen Saison wird die Partie gegen die jungen Werderaner im großen Weserstadion ausgetragen. Also ich habe noch nicht im Weserstadion gespielt und natürlich freut man sich da riesig, im Stadion von der ersten Mannschaft zu sein. Und ist ein super Platz dann natürlich, vor allen Dingen zu den Witterungsbedingungen jetzt. Ne? Und da freut man sich riesig, ja. Voller Vorfreude ist aber nicht nur Brian Henning. Schon jetzt haben sich 3.000 Hansa-Fans ein Ticket für die Partie in Bremen gesichert. Und damit fehlen nur noch 1.300 Fans, damit Hansa nun auch den Auswärtszuschauerrekord der Saison knacken kann. Also alle ins Weserstadion. Am Spieltag öffnet die Gästekasse um 17.30 Uhr. Leider gab es in dieser Woche auch nicht so gute Nachrichten, denn die böse Vorahnung hat sich bestätigt. Marcel Hilzner, der sich im Abschlusstraining vor der Magdeburg-Partie verletzt hatte, wird der Kogge nun definitiv bis zum Ende der Saison fehlen. Der 23-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der FC Hansa wünscht Hilse gute Besserung und schnelle Genesung. Fiete Geier, so heißt es, das neueste Mitglied im Club der Hansa-Mitglieder auf Lebenszeit. Die offizielle Urkunde gab es für den 18-jährigen Rostocker natürlich nicht nur einfach so und irgendwo, sondern auf dem heiligen Rasen des Ostseestadions am vergangenen Sonnabend beim Heimspiel gegen Magdeburg. Kleiner Tipp für alle, die noch kein Mitglied beim FC Hansa sind. Ab März gibt es für alle Neuzugänge in der Hansa-Familie ein ganz besonderes Begrüßungsgeschenk. Alle Infos in Kürze auf www.fc-hansa.de.